Weit warst du nicht weg von der Wahrheit. Hm. Oh, ich habe auch wieder ein Loch gefunden. Ja, hier gibt es sehr viele. Das ist der guten Sorte. Ah, hier hat sich schon mal jemand hochgebaut, okay. Ja, du folgst mir gerade. Ja, ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes, wo schon ein Tunnel ist. Ja, dann ist aber eigentlich soweit schon zu Ende, weil ich suche gerade irgendwie... Autonomie. Ja, irgendwas... irgendwelche Aral sehen. Ja, ich glaube, dieser Mond ist nicht der liebste. Ja, also ich hatte auch schon wesentlich besser. Hm. Bei mir ist viel zu viel von dem Moonrock, also von dem bisschen härteren Zeug. Ja. Der harte Sheet. Ja, wir können es ja zerkleinern und irgendjemand als Drogen verkaufen. Wer kauft es bestimmt? Vermutlich aber bloß die Quappen. Die sind seltsam. Das stimmt. Noch mehr Sprit. Noch mehr Sprit. Noch mehr Sprit. Noch eine große... Jetzt hör damit auf. Ja, wenn ich den Sprit finde, was soll ich machen? Oh, Piece of Candy. Hm? Richtig, genau daran war es angelehnt. James Wood, großartig. Okay, jetzt habe ich auch gleich 1000, beziehungsweise es könnte schon mehr sein. Ja gut, ich will ja nicht rumfliegen, also von daher brauche ich nicht so viel. Ja, eigentlich brauchen wir ja nur einmal 1000, weil zweimal. Wir ja nur mit einem Schiff. Ja, wir fliegen doch aber nur mit einem Schiff, oder? Ja, aber ich glaube, unser guter Kaulquapp wollte sein Schiff verlegen zu mir. Ach so, ja gut. Irgendwann in absehbarer Zeit. Ja, das ist ja jetzt nicht highest priority. Ja. Hallo! Hi, du Ficker. Meine Ohren. Entschuldigung. Alter, ich seh den Soundausschlag hier gerade, der war ein bisschen... Ja! Ich glaube, da muss ich sogar mit dem Limiter über die Spielsoundspur drüber. Wenn deine Soundaufnahme nur noch so ein durchgehender Balken ist. Ach Mist. Also Moondust habe ich in größeren Mengen. Jo, herzlichen Glückwunsch. Ich bin staubreich. Staubreich. Wer will schon steinreich sein? Mit Stein kann man nichts anfangen. Das kann außerdem jeder. Staub ist schon die nächste Evolutionsstufe. Genau. Sehen. Musst du nur noch einen reichen exzentrischen Bussen finden, der dir das abkauft. Das hat sich irgendwie wie ein Geräusch angehört, das eigentlich kaut war. Noch mehr Sprit. Das sind einfach Geräusche von wegen, da ist Plutonium, ich bin fast dran vorbeigerannt. Und dabei auch noch in ein kleines Loch gefallen. Noch mehr Sprit. Ich glaube, ich habe bald genug Sprit für uns alle drei. Ich habe immerhin schon 26 Plutonium und so über 700 Sprit, weil ich nichts mehr finde. Jetzt kommt er und klaut mir mein Sprit. Was ist das denn? Ein bisschen Sprit. Da habe ich ihm was geschenkt und er guckt sich's doch nicht mal an. Ja, ich habe irgendwelche Crafting-Sachen gelernt, stand da. Und hast du nicht auch ein Item gekriegt? Keine Ahnung. Ja, du hast sie vermutlich gelernt, weil du irgendein Item bekommen hast. Ja. Welches denn? Das ist die Frage. Ja, perfectly generic item. It's a perfectly generic Mist, item. Dann klappt das auch nicht. Perhaps it's a bit too perfect. Oh, ja, Plutonium! Ich muss das Mod-Paket zukommen lassen. Es geht nicht anders. Ich denke auch, weil bisher ist es ein grüner Blob. Ja. Ja, immerhin ist es grün. Grün ist eine tolle Farbe. Was wäre es denn gewesen? Das wäre Channas Hustensaft gewesen. Oh, ich bin gestorben. Das habe ich extra gecodet für dich, wenn du husten musst. Wir sollten ihn ab sofort Cody nennen. Cody! Ach, das war doch dieser komische Hund, der so kreischt. Keine Ahnung, ich dachte so an Coda, aber halt ein bisschen süßer. Oh. Ach so, Coda. Everything the light touches is our kingdom. Oh, das habe ich so oft gehört. Ja, das Spiel war auch schwierig. Oh ja,
Aber ich hab's, also ich fand's gar nicht so schwer damals. Also ich hab das relativ problemlos gespielt. So, wenn man da noch jünger ist, dann hat man da auch mehr Elan für. Naja, also ich würde es auch heute noch hinkriegen, wage ich zu behaupten. Ja, aber es ist schon nicht ganz einfach. Was auch immer für ein Spiel. The Lion King. Oh, König der Löwen. Weil da gehen alle so drauf ab, oh, es ist so schwer. Und ich sitze da und denke, nee. Also falls ihr gleich mal zu mir teleportieren könntet, ich könnte so ein bisschen Hilfe brauchen, glaube ich. Was? Wir sind auf dem Mond. Ja, aber bis ich damit fertig bin, dauert das eine Weile. Okay. Ich guck mir das mal an. Ich bin unterwegs. Oh! Gib's zu, da kann man ein bisschen Hilfe brauchen. Oh. Ein bisschen Sprit. Fast wie zu Hause. In Öl, im eigenen Saft. Also das Ding im Singleplayer abbauen. Wir brauchen eine Weile. Aber ich glaube, dann haben wir echt genug, ey. Und das gleiche müssen wir irgendwann auch mit Wasser machen. Warum? Damit wir genug Wasser auf Lager haben. Da fliegen wir einfach auf den Ozean, Planeten und fertig ist. Ja, genau. Da musst du dich ja einfach nur in die Gischt schmeißen, ne, und zapfen. Ja. Wofür brauchst du denn Öl? Wasser, meine ich. Jetzt bin ich ich bin verwirrt, Entschuldigung. Entschuldigung. ich habe jetzt 1430, das könnte für den Anfang reichen. Ich habe 2000 fast. Ja, ich habe 1000 noch was, 1100 noch was. 2085 habe ich, also das reicht. Und ein paar... Komm auf ein Schiff, dann fliegen wir los. Und ein bisschen Plutonium habe ich auch gefunden. Oh, hier ist nochmal... Wo fliegen wir denn jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Eigentlich könnten wir jetzt überall rumplündern, aber wir sollten vielleicht das Stadtsystem verlassen, weil da kommen bestimmt ein paar interessantere Sachen. Ja, also das Stadtsystem hat ja fast nichts Interessantes zu bieten. Aber du darfst auf keinen extremen, also nicht dahin, wo es so viele Feuerplaneten gibt und auch keine verstrahlten Planeten. Bracteria Rift, Radioactive Star, Eccentric Star... Radioactive Star, Gentle Star. Also Gentle müsst gehen und Eccentric vielleicht auch. Ne? Also wir müssen vor allem für spätere Sachen eh noch irgendwo anders hin, denn. Ich such mal, ich geh mal zu Reshark Cradle, Gentle Star. Okay. So, da haben wir diverse Planeten. Da ist ein Portal, ein Mostly Harmless, Dense Forest Plant Life. Ist das was oder ist das nix? Ist auf jeden Fall mal Forest und kein Lush, also da könnten wir ja mal gucken, was wir finden, aber okay, vielleicht wäre Wüste besser. Hier ist Desert, with little plant life. Was können wir da finden? Nicht, du bist der Pro. Ach, vielleicht geben sie uns jetzt auf dem Außenposten auch schon wieder was Neues, weil unser Schiff ja jetzt... Müsst